Zeitzone. Berlin 19.33 Uhr, Hamburg 19.33 Uhr, Chemnitz 1933. Ja, sehr witzig. Naja, das war's auch. Das war's, ja. Das war's mit der Chemnitz-Stunde. Pow, pow, pow. Was geht? Leute entwickeln sich zurück. Das ist krass, ne? Ja, das ist schon krass. Aber ehrliche Meinung dazu, was da passiert? Ich denke, ehrliche Meinung zu Chemnitz, das ist... Ich sag mal was. Ehrliche Meinung dazu ist... Tschüss, Nazis! Spaß. Naja. Was, das wäre das jetzt extrem weit ausgeholt. Einerseits, das, was in den letzten Jahren abgeht mit dieser ganzen Flüchtlingspolitik, verständlich ist. Die Kriminalitätsrate in Deutschland ist drastisch bei Ausländern gestiegen. Ne? Andererseits sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. So. Deswegen ist ja schon ziemlich übertrieben, was da abging. So. Klar, für die benimmt euch mal, ihr seid hier nicht zu Hause, würdet ihr es zu Hause so machen, die hätten euch eure Schwänze abgeschnitten, die hätten euch kastriert, die hätten euch irgendwie vergewaltigt, gesteinigt, irgendwas. Warum macht ihr hier so eine Scheiße, seid ihr zu Gast? Andererseits, ey, seid ihr im Zweiten Weltkrieg hängen geblieben oder was? Diese rechtsradikale Scheiße ist doch schon vor Jahren ausgestorben, dachte ich zumindest, aber anscheinend lebt das ja noch. Ja, ist auch fertig. Ja, das ist die Geschichte in Chemnitz, also Geschichte sage ich jetzt, das hört sich jetzt so an, als ob es nicht existiert. Die Leute sind irgendwie, die wollen... Man kann sie verstehen, aber das ist ein bisschen krass. Du kannst sowas doch nicht verstehen. Wenn du willst, also, was ich alles in der Stadt letzte Zeit erlebt habe, mit den ganzen Kanaken. Das ist so, ich stelle dir ein Beinchen und du haust ihm in die Fresse, weil ich dir ein Beinchen gestellt habe. Nein, du stellst mir ein Beinchen, ich hau dir auch in die Fresse. Genau, das ist das Problem. Das Problem ist, das passiert gerade. Also, die wollen zwei Leute, also das sind dritte Weltländer, zweite Weltländer, die stechen dich ab, weil sie selber mit Gewalt großgezogen worden sind. Und dann, also die Syrer, Iraker und so weiter, die kennen es nicht anders. Die haben einfach Scheiße erlebt. Die haben Krieg erlebt. Die erleben jetzt noch Krieg und die haben in den letzten 50 Jahren Krieg erlebt und die werden in den letzten 200, 300 Jahren Krieg erleben. Deswegen ist ihre Einstellung zu etwas, die Hemmschwelle, die ist hier unten. Bei den Deutschen ist sie vielleicht hier oben. Das rechtfertigt natürlich gar nicht, was die gemacht haben. So, die haben den Deutschen umgebracht. Keine Ahnung wieso. Dürfte nie passieren. Ne? Darf niemals passieren. Dann die Polizei übernimmt hier in Deutschland, also das Gericht, also die Staatsmacht, die übernimmt hier die Verantwortung dafür und sorgt sich für die Strafe. Aber dann kommen die ganzen Leute auf die Straße, sagen zu viele Flüchtlinge und so weiter und machen Jagd auf die anderen Flüchtlinge. So, auf die anderen Flüchtlinge, die haben noch gar nichts getan. Stell dir vor, du läufst durch die Straße, einer haut dir auf die Fresse. Ich sehe aus wie ein Flüchtling. Vielleicht höre ich mich nicht so an wie einer, aber ich sehe aus wie einer. Warum? Weil ich habe schwarze Haare. Ich sehe vielleicht so aus wie ein Syrer. Oder sehen die irgendwie anders aus? Die haben das gleiche Gehirn, die haben die gleiche Anatomie. Ich sehe auch so aus. Also manchmal werde ich sogar angeguckt, als wäre ich einer. Und wenn ich dann Deutsch spreche, dann Überraschung. Du bist ja hier groß geworden. Ne? Frage ist, bin ich jetzt Deutscher oder bin ich hier irgendwie Türke mit, also hier Deutscher mit türkischen Wurzeln, ne? Kann sich auch keiner entscheiden. Das ist halt so, es ist schwierig. Also es ist eine sehr schwierige Situation, aber man darf nicht alle über einen Kamm scheren, wie du schon sagtest. Weil hier nur weil der eine das macht, heißt nicht, dass alle so sind. Könnte man ja auch über Deutsche sagen, theoretisch. Ne? Ich sag ja nicht von dieser Sache aus, hier in Chemnitz ist es passiert, alle Deutschen sind Nazis. Ist ja nicht so. Wir sind mit Deutschen groß geworden. Ich denke, ihr kennt sehr viele Deutsche. Und eigentlich fühlen wir uns ja alle wohl hier, sonst würden wir alle zurückgehen oder nicht. Wer sich nicht wohlfühlt, der kann ja zurückgehen. Aber ich denke nicht, dass es hier unangenehm ist, also zurück in den Krieg zu gehen. Ich denke, die Leute, schauen halt nicht über den Tellerrand hinaus, ne? Die wissen nur hier, was betrifft mich, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge kacken mir in den Garten, scheiß Flüchtlinge, scheiß Ausländer. Ne? Das ist irgendwie, ich glaube, es liegt in der menschlichen Natur, das Problem. Und das wird sich, glaube ich, denke ich, niemals beheben. Also, ich wüsste nicht, warum sich das legen sollte. Die Leute versuchen es, aber es wird niemals so sein, dass der Mensch sagt, wir alle Menschen sind gleich. Es gibt immer irgendjemanden, der sagt, die sind anders. Immer. Ob es jetzt Deutsche über Ausländer sind, Ausländer über Deutsche. Und ich will das jetzt nur nicht auf die Deutschen reduzieren, sondern auch halt Italiener sind mega rassistisch.
Na, die mögen keine Türken, die mögen keine Moslems, die mögen aber auch keine anderen. Griechenland macht bis vor kurzem keine Deutschen, wegen politischen Sachen. So, die Türken mögen keine Kurden, die Kurden mögen keine Türken, die Italiener mögen keine, keine Araber, keine Afrikaner, keine Ahnung was, die Amis mögen keine Engländer, die Amis mögen keine, Mexikaner, also keine Mexikaner und so weiter, das wird immer so sein. Und die Afrikaner mögen vielleicht auch keine Weißen. Es ist also, gibt es überall auf der Welt, nur viele Leute projizieren das jetzt hier. Also denken, in Deutschland wäre es wirklich nur in Deutschland, aber es gibt es überall auf der Welt. Das ist irgendwie, also es ist schon ein bisschen, hier, wie heißt nochmal das, was Tunnelblick, nicht Tunnelblick, aber Scheuklappen. Scheuklappen, ja. Aber trotzdem, also das Problem wird, denke ich, niemals gelöst werden. Ich denke, man muss bei sich anfangen, man muss darauf achten, dass man selbst nicht so, ja, nicht verklemmt ist, aber auch mal um sich herum schaut und versucht, die Leute vielleicht zu verstehen. Ich verstehe, teilweise verstehe ich auch die Leute hier aus dem Osten. Ich verstehe auch die Flüchtlinge, aber ich verstehe, aber ich verstehe nicht die, die zugestochen haben. Nein, nicht das, das ist ja, ich meine nicht das, ich verstehe, ja, wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Ich verstehe die auch nicht. Man sollte niemand zustechen, das ist halt, man sollte niemand zustechen. Ja, also ich lache jetzt, aber das ist halt, man, Gewalt ist keine Lösung. Obwohl wir diesen Sport machen, aber. Aber trotzdem ist es irgendwie, ich denke, die Menschen werden sich nicht ändern. Das ist schade, aber. Die Frage ist halt, ist es schlimm, dass jemand abgestochen wurde, ja, oder ist es jetzt schlimm, dass jemand von einem Asylanten abgestochen wurde? Es ist halt überhaupt die Geschichte, dass du überhaupt Geschichte geht halt komplett unter. Das Problem, ja. Die Geschichte geht komplett unter. Wir haben gerade eine Diskussion über die Flüchtlingswelle, obwohl ein Mensch gestorben ist. Das ist das eine Problem, Familie hat eine geliebte Person verloren. Genau, es ist nicht schlimm, dass es ein Flüchtling war, es ist schlimm, dass es ein Mensch war. Es ist ein Mensch, einen anderen Menschen, das ist die perfekte Frage. Und das denke ich, fragt jemand und die werden sagen, es ist schlimm, dass es ein Flüchtling. Die werden versuchen, dem Flüchtling mehr die Schuld zu geben als irgendeinem anderen Menschen. Wäre es ein Türke, wäre es genauso schlimm. Aber wäre es ein Deutscher, würde es gar nicht in den Medien sein. Weißt du, weil der Ansatz ist halt ein bisschen merkwürdig für mich, weil die sagen, es ist schlimmer, weil er ist hierher gekommen und hat ihn abgestochen. Ja. Was macht es schlimmer? Weil er den Weg auf sich gemacht hat und ihn dann abgestochen hat? Warum? Ja. Warum macht es das schlimmer? Ist in jedem Fall gleich schlimm, finde ich. Also das ist wirklich, besser hätte man die Frage nicht so stellen können. Das Problem ist, es sterben viele Leute in Deutschland wegen Messerstechereien, wegen Schüssen, also ist immer so. Aber es kommt ja tatsächlich in die Medien, weil es ein Flüchtling war. Weil es ein Ausländer. Die Leute handeln erst, bevor sie nachdenken, das ist das Problem. Mhm. So, und dann erst, oh, ich habe eine Familie kaputt gemacht. Ja, du hast eine Familie kaputt gemacht. Denk doch mal vorher drüber nach, du Vollidiot. Also, aber unabhängig davon, es geht ja auch darum, dass die Leute, also wie sie darauf reagieren. Wenn ich jetzt, wenn wir zusammen irgendeinen Deutschen packen würden, sage ich mal jetzt, ne, ein ganz doofes Beispiel, wir würden ihn verprügeln. Dann hieß es, MMA-Kämpf, Sportler, verprügeln den, hier, den Unschuldigen. Wenn es jetzt irgendwie zwei Nicht-Sportler machen würden, würde es vielleicht auch in die Medien kommen. Aber hätte weniger Aufmerksamkeit, als es, wenn wir es beiden jetzt machen. Also, Sensationsgeil halt letztendlich. Ja, klar. So. Man schreibt halt das, was man sich verkaufen lässt. Ne? Mhm. Das gleiche ist auch im Chemnitz. Also, die Leute haben keinen Bock, weil es halt ein Flüchtling war, weil es Ausländer waren. Und wenn es jetzt Deutsche gewesen wären, dann hätten sie wahrscheinlich nicht so darüber nachgedacht, weil. Weiß ich nicht, weil der Mensch vielleicht weniger wert ist, weil er hier aus dem Ausland kommt. Wie gesagt, ich erlebe das immer bei uns auf den Straßen so. Es ist jetzt wirklich, eins muss ich zurücknehmen, es ist übertrieben zu sagen, ich kann die Leute da verstehen, warum sie so einen Hass dagegen haben, weil, keine Ahnung, es ist im Endeffekt ein Mensch gestorben, ne? Das ist eigentlich das Traurigste an allem. Aber, ja, gibt's auch kein Aber. So. Vielleicht kurz ein anderer Denkansatz in eine andere Richtung. Findet ihr nicht auch, dass, also merkt ihr, dass ihr auch teilweise darunter leidet, dass Asylanten halt Mist bauen? Wir kriegen das ja ab, die sagen, okay, ihr Ausländer seid scheiße. Ja. Ob wir nun hier geboren sind oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber sagen, ihr Ausländer seid scheiße. Aber wir fressen doch genauso dieses Thema. Wenn ein Asylant jemanden tötet, ist direkt meine Mutter, die Kopftuch trägt, Public Enemy. Ja, genau. Ich bin Public Enemy, weil, Muslim. Habe ich auch schon oft darüber nachgedacht. Weil die Flüchtlinge, hatte ich ja vorhin erzählt, die sehen nicht anders aus als wir. Die haben schwarze Haare, die haben eine stärkere Behaarung. Das ist so.
aber wir sehen genauso aus wie du, wie die. Aber das Ding ist jetzt, man muss selbst, also in meiner Position auch als Deutscher mit türkischen Wurzeln, sage ich jetzt, ich habe Schweizerisch, sehe so aus wie die, ich darf das jetzt nicht auf mich wirken lassen. Also ich muss da auch gegen ankämpfen. Natürlich stehe ich da irgendwo mittendrin, weil die Leute zeigen auf mich und sagen, kurz gefasst, Ausländer. Man merkt es auf jeden Fall, dass die Leute sehen so. Die Leute werden immer vorsichtiger, die, man wird mit anderen Augen angesehen so. Aber das kommt darauf an, wie du damit umgehst. Wenn du jetzt auf die Schiene gehst... zu und ich zeig dir, nee, ich bin keiner von denen, die sofort mit dem Messer drauf kommen. Darauf kommt es nicht an. Ich warne dich vorher. Nein. Nein. So, ich gehe auf die Leute zu und ich... Notfalls begrüße ich sie und ich zeig, mach denen auch klar, so ey... Ich spreche die Sprache besser als du und von mir brauchst du grad auf gar keinen Fall Angst, irgendwelche Ängste zu haben, so. Ich werde doch im Streitfall auf gar keinen Fall auch zustechen. So. Ja, aber das Ding ist auch, du musst es mal so sehen. Das wirkt sich ja negativ auf dich aus. Du kannst natürlich nicht mit jedem Einzelnen so sprechen. Ich denke, man muss das einfach nur nicht auf sich übertragen. Man muss ja nicht unbedingt sprechen. Du musst ja auch, es reicht einfach nur eine normale Begrüßung, weißt du? Nein, das ist ja... Das, so, wenn die Leute dich einfach dumm angucken, hallo. So, das musst du ja nicht mal. Also, du musst ja nicht mal... Du musst ja einfach nur auf die zugehen. Nein, das Problem ist, wenn du dann auf dich zugehst, dann rechtfertigst du ja, dass du dich halt wirklich, dann rechtfertigst du dich. Aber so das, siehst du das. Das. Nein, das ist ja... Du rechtfertigst dich, indem du sagst, hallo, ich bin gar nicht so schlimm. Dann bist du ja eigentlich so... Dann bist du doch so schlimm, willst du sagen, oder was? Nein, aber du bist ja nicht so schlimm. Warum musst du das denn beweisen? Du musst dich nicht rechtfertigen für Sachen, die anderen gemacht haben. Weil sonst steckst du dich selbst in die Schublade, in der sie dich haben aber wollen. Irgendwie musst du ihn noch... Die oder meisten, die sagen so, ey, wir sind alle gleich. Ich muss doch klar machen, dass nicht alle gleich sind. Ja, dann musst du halt nicht nein, das musst du ja nicht machen. Weil das ist das, was die wollen. Die stecken mich in der Schublade. Beziehungsweise du steckst dich gerade damit selbst rein.